Hallihallo meine lieben Freunde da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Elite Dangerous Horizons. Ich begrüße euch alle da draußen. Wir sind wieder in Elite Dangerous unterwegs. Es freut mich, dass ihr da draußen denn Lust drauf habt, mal wieder mit mir ein Ründchen zu fliegen. Das freut mich ganz, ganz massiv. Es ist schön, dass ihr alle da seid, dass wir uns hier wieder zusammenfinden. Ich habe hier wieder die, ihr seht es unten rechts, ich habe hier wieder meine 10 Socken übergezogen, habe mich hier in das Kommandopult begeben und möchte mit euch einfach mal so ein kleines, aber feines Ründchen Elite Dangerous hier genießen, erleben, spielen ein bisschen. Und ich tank gerade, aber das soll jetzt auch nicht das Ziel sein. Wir spielen, wir springen jetzt einen letzten Sprung nach Belarzuk. Ja, Belarzuk. Da springen wir jetzt hin. Genau jetzt. Wir beide. Also du hier fast drüben, neben mir. Ja? Wir zusammen, wir springen jetzt. Und das werden wir nicht einfach so tun, denn wir wollen heute mal ein bisschen, wir wollen heute mal wieder ein bisschen... Genau. Ein bisschen die Knarren auspacken, meine Lieben. Ein bisschen kämpfen vielleicht. Wir werden sehen, wo uns die Reise hinführt. Ich bin gespannt drauf. Ich glaube aber, das wird richtig, richtig nice. Aber gucken wir mal. Wir sind im System angekommen. Ihr seht schon, da drüben, da müssen wir, glaube ich, hin. Hier gibt es Kampfbereiche, die sind gefährlich. Ja, Kontrollpunkte, noch gefährlicher. Und da wollen wir hin. Genau. Keine neuen astronomischen Objekte entdeckt. Wir könnten tanken. Ich will aber jetzt gerade gar nicht tanken. Lasst uns nochmal, bevor wir hier durchspringen, die Systemkarte checken und schauen, wo wir denn hier am ehesten kämpfen könnten. Ich würde sagen, hier ist doch unser Ziel, oder? Genau. Belarzuk 1. Da wollen wir heute hin. Ich spiele das Ganze momentan in einer privaten Gruppe. Das heißt, jeder, der mit mir befreundet ist, spielt quasi in dieser privaten Gruppe einfach direkt mit. Ja? Wenn ihr mit mir befreundet seid, werdet ihr automatisch in die Zwergtube-Gruppe eingeladen und könnt euch mit dieser Gruppe einloggen. Ja, und wenn das funktioniert, dann sehen wir uns alle bald hier zusammen. Ja? Akoya ist jetzt online. Kommandant Akoya. So, wir versuchen jetzt mal ein bisschen nach oben zu kommen. Vielleicht drehe ich noch mal ein bisschen nach oben weg, damit wir schöner sehen, wo wir hinkommen. Rohstoffabbaustandort ist hier ein geringer am Start. So, jetzt gucken wir mal gerade Belarzuk 1. Haben wir hier irgendwas? Gefährlicher Standort ist natürlich jetzt hoch, hört sich für mich gut an. Warte mal kurz. Gefährlich? Wenn du da gefährlich bist, kannst du mir auch sagen, ob du da vielleicht... Geringe Sicherheit, ist klar. Warte mal kurz. Bevor wir reinchecken, ich guck noch mal gerade, ob wir hier was haben. Ich glaube fast... Nee, hier werden wir nicht fündig werden. Hier sind ein paar Nilbags. Scout Anaconda sehe ich hier gerade. Aber der Rohstoffabbaustandort hier vorne, der schaut für mich wie geschaffen aus. Ist ein guten Tausender von uns entfernt. Und das ist auch eigentlich eine ganz geile Nummer. So. Ein Igel vor uns. Ist auch sauber. Ich gebe mal ein bisschen Gas, damit wir da möglichst schnell hinkommen. Ja, mal wieder kämpfen. Ich hatte heute mal wieder Bock, einfach Elite Dangerous anzuschmeißen und mal wieder ein bisschen ins Gefecht reinzugucken. Wir checken mal gerade den Kontostand. Wir haben 19 Millionen aktuell auf der hohen Kante. Das ist gar nicht mal so schlecht. Allerdings weit entfernt von gut. Na, wir haben auch nichts entdeckt. So, ich bremse mal leicht runter, weil wir eh schon sauschnell sind. So. Ah,
Okay, 19 Sekunden noch. Wir kommen gut rein. Wir sind ein bisschen schneller unterwegs. Ich ziehe mal ein bisschen leicht hoch. Jetzt momentan, das ist wie gesagt noch ein gefährlicher Standort. Da will ich eigentlich gar nichts mit zu tun haben. Sogwolke. Sogwolke gering. Ich bremse mal ein bisschen runter. Sind nämlich eigentlich zu schnell auch. Ihr hört mich wild klicken wahrscheinlich gerade. Naja, da wären wir nicht fündig gerade im Augenblick. So, gucken wir mal. Gering. Standort hoch, alles klar. Hoch sind wir zu Hause, da will ich hin. Das ist der Standort, wo ich jetzt gerade mir denke, da könnten wir mal einen ganz guten Fight uns holen. Wollen wir mal gucken, was da abgeht. Wir sind im leichten Landeanflug. Ich gucke jetzt gerade mal, ob wir das schaffen, hier schön rein zu jumpen. Wir kriegen eine Aufprallmeldung. Wir nähern uns auch dem Ring gerade. Ich versuche dran zu bleiben. Neue Signalquelle, das wird uns jetzt häufiger passieren. Ich bremse noch mal ein bisschen. Die Ausrichtung müsste stimmen. So, wir werden langsamer. Boah, wir donnern da voll rein. Boah. Okay, wir sind drin. Ich ändere mal kurz die Verteilung. Okay. Wir gucken mal, ob er... Hier ist der erste Kontakt, ist auf dem Schirm. Die ersten Kontakte, ich korrigiere. Ein Sidey. 6 Kilometer entfernt von uns. Tödliche Sidewinder. Ist aber eine saubere Nummer. Eine Cobra hier oben. Gefährlich und gesucht gleichzeitig. Okay, wir bleiben mal dran. 56.000 Credits. Hier ist eine Anaconda. Die interessiert mich gerade eigentlich um Längen mehr als die Cobra. Aber wenn es Stunk gibt, dann bei einer Anaconda. Verdächtige Schildfrequenzdaten, okay. Unerwartete Emissionsdaten. Die ist gesucht hier. Da ist eine Sidey auch noch dran. Oh, oh, die ist gesucht. Scan detected. Okay. Was geht denn hier ab, ey? Ich muss mir erstmal ein bisschen hier einen Blick verschaffen, was hier gerade los ist, weil hier ist nämlich so viel los, dass ich mir gerade denke, what the heck? So, eine Fertilance, die wird mit Garantie gesucht sein.
Und die kämpfen ja alle gegeneinander, ey. Das ist so unglaublich. Target shields offline. Okay, wir schließen uns hier mal mit an. Und Gas. Treffer versenkt. Die Featherlands. Hier ist noch die Anaconda am Start. Wow, 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 die kämpfen hier beide gegeneinander. Ein Diamondback. Ich wollte ihn gar nicht anschießen eigentlich. Ich wollte den Tötungsbefehlscanner mir organisieren. Weil der hat nämlich hier gerade keine Schilde und das wäre eine ganz geile Nummer. Wow! Wir ziehen uns mal ein bisschen nach hinten weg. Target destroyed. Okay, die Featherlands schaut gut aus. Type 6 haben wir hier. Scan detected. Hier haben wir den Type 6. Der ist sauber. Und noch eine Sidey daneben. Scan detected. Oh oh oh. Sidewinder ist auch sauber. Anomale Masse-Scan-Daten. Gucken wir mal, was die Viper hier hat. Okay, passt auf, wir machen jetzt mal kurz einen kleinen Check-up. Frameshift charge detected. Okay, die haut ab. Die Featherlands schaut doch gut aus, ha? Huh? Die Featherlands schaut doch gut aus. Die ist aber im Geschwader unterwegs. Wir scannen die einfach nochmal. Frameshift charge detected. Ich hoffe mal, du machst irgendeinen Fehler. Also die kriegen schon ganz gut hier Kopfgeld, muss man sagen. Ich traue mich an viele noch nicht ran. Aber die Featherlands, die schaut, macht hier eigentlich einen ganz guten Eindruck. Aber die ist halt in einem Zweiergeschwader und ich bin hier ziemlich alleine. Wir könnten mal kurz gucken, ob jemand online ist. Gucken wir mal schnell in die Karte rein. Ist jemand hier? Nope, alles klar. Gerade im Moment keiner. Wir verdüsen uns mal ganz kurz. Ich bin mal
gerade von der Förderlands ein bisschen Abstand gewinnen. Okay. Explorer. Tödliche Explorer, was ist denn hier los? Ja gut, das ist eine hohe Sicherheitsgefährdung hier. Wir sehen hier aber auch noch keinen neuen. Doch, da hinten ist einer. Da irgendwo. Irgendwo hier ist er. Da, ich sehe ihn vor mir. Eine Adder. Ist aber auch sauber. Zumindest augenscheinlich sauber. Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge und dann gucken wir nochmal ein bisschen, was hier abgeht. Bis jetzt leider nur ein ganz kleines Gefechtchen. Aber die Adder wartet wahrscheinlich genauso wie ich hier auf Neuigkeiten. Dann werden wir uns mal kurz die Anacondas schnappen. Die Eagle zum Beispiel wäre auch. Interner Sicherheitsdienst jumpt rein. Wunderschön, an die werden wir uns in der nächsten Folge ranhalten. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Lasst es euch gut gehen, meine Freunde. Euer Zwerg auf ZwergTube. Ciao.